Willkommen zurück bei The Witcher 3 Blood and Wine. So. Ich soll die überfluteten Ruinen hier durchsuchen und den Eingang zu dem Labor von dem Professor finden. Ach, herrlich. So. Dann wollen wir uns mal aufmachen. Interessant. Au, au, au! Ups, falscher Knopf. Wie kann ich denn meine... Ah, hier. So. Batsch! Aua! Ist noch irgendwo einer? Den habe ich schon getroffen. Okay. Dann mal schnell da rein. Ich guck mal. Ich hoffe, ich habe auch genug Luft. Jetzt bin ich gefickt. Ah, hier kann ich Luft holen. Gut. Puh. Nett. Ich weiß nicht, was da unten noch lag. Ein Kistchen und so. Lass mal alles looten, was hier geht. Sogar ein rotleuchtender. Da brauche ich einen Schlüssel. Okay. Den habe ich noch nicht gefunden. Ah, da sind Färbemittel drin gewesen. Sehr geil. Ich muss gleich nochmal auftauchen, bevor ich weiter schwimme. Sonst ertrinkt mir mein Geralt. So. Auftauchen B halten. Ach, so war das. Mal hier oben lang oder? Ich glaube da nichts mehr oder wie? Ja, Ignie. Mal Ignie rein. Kann ich jetzt nicht, okay. Wenn die Wasser geht, das geht nicht. Naja. Gut, dann. Ist hier wohl erstmal nichts mehr. Ach, nicht ein Skelett, warte mal. Ich hab da noch einen Smaragdring. Gut, dann müssen wir doch mal erst die Ruinen durchsuchen. Wahrscheinlich finde ich da irgendwo einen Schlüssel für die Truhe oder sowas. Jetzt sehe ich leider noch nichts. Oh, ich glaube, es wird dunkel. Oh, hier oben auch so ein trunkener Raum. Aua, ich hab mal gerade geklatscht. Mal auftauchen. Man hat doch auch irgendwo so Tränke gehabt, die einem länger die Luft anhalten lassen. Tränke da. Und zwar war das, glaube ich, irgendwie so Schwertwal oder irgendwie so hieß das Ding. Absolut. Tränke greifen absolut. Nee, das war hier irgendwo. Schwertwal, hier. Erhöht die Sauerstoffversorgung unter Wasser um 50% und verbessert das Sehvermögen beim Tauchen. Das möchte ich gerne einwerfen. Danke. So. Damit kann man ein bisschen länger tauchen. Ist vielleicht ganz sinnvoll. So, ich habe den gelben Kreis gesehen. Ich wollte nur erstmal hier unten anfangen zu suchen. Ist das ein Portal? Das ist ein Portal, oder? Ich geh mal da rein. Unter Wasser ein Portal. Jetzt sah mir eben schon so komisch aus von Weitem, aber ich dachte, das ist eine Spiegelung vom Wasser oder sowas. Der Grabräuber muss was in Moros Grab gefunden haben, wenn das Eingangsportal aktiviert wurde. Mal sehen, was uns hier erwartet. Wie sehen denn überhaupt meine Trankreserven aus? Vorher noch mal checken. Ich glaube, ich meditiere mal schnell eine Stunde. Da ist zwar der Schwertwal wieder weg, aber das ist nicht so schlimm. Und ich habe 2 Stunden. Egal.
Jetzt habe ich nämlich wieder Schwalbe. Schwalbe ist wichtig, wenn ich mal im Kampf irgendwo aufs Maul kriege. Was liegt denn da? Kupfererz. Vielleicht brauche ich das auch. Brauchen wir jetzt sogar schon Erze? Ist wieder alles... Stachel. Hat aber jemand einen üblen Sinn für Humor? Oh. Du bist ja durch? Wahrscheinlich schon, ne? Oh, da geht's jetzt gerade nicht. Okay. Das ist nicht lustig hier. Ich will mal speichern nochmal. Aufpassen. Ist hier hinten irgendwas? Kiste, war ja klar. Weg, geh da durch. Oh, oh, das hat wehgetan. Irgendwie. Scheiße. So, dann gehen wir hier runter. Wodka. Da ist nochmal Erz. Irgendwelches Crafting-Material. Okay. Das sieht mir so nach Kampfarena aus da unten. Ob die zum Leben erwachen? Die Steinfiguren? Oh. Alter! Hab ich nicht gesagt. Oh, der ist aber schnell. Bist du hässlich? Genau, hässlich. Vielleicht geht's nicht. Lala. Das hat ja richtig wehgetan. Ne, rotes Fleisch möchte ich eigentlich nicht. Wo war denn das? Rotes Fleisch ist zu roh. Was haben wir da? 15 Dürrobst. Ja, komm. Das steckt im rohen Fleisch da rein. So. Nochmal Speicher. Ups, falscher Knopf, sorry. So. Da ist ein Loch im Boden. In der Kiste. Komme ich da auch wieder raus, wenn ich da reinhüpfe? Ich weiß nicht, wo ich hier hin soll, sonst geht's auch wieder runter. Ups. Klasse, bist du hier gesprungen. Ist ja wieder ziemlich groß, das Areal hier. Ich guck erstmal hier hinten, bevor ich zu dem Kreis gehe. Ja, die Kisten lohnen sich immer. Handwerksmaterial, den werde ich noch brauchen für die Hexerrüstung dann zum Herstellen. Ah, hier unten kann man da also lang. Hätte ich doch da reinspringen können. Da liegt was Rotes. Das ist schon mal gut. Komm, Geralt, spring mal. Untersuchen. Blut getränkt. Da hat sich jemand nach dem Kletterversuch seine Wunden verbunden. Konnte wenigstens den Panthern entkommen. Mhm.
So, weiter im Text. Ist er jetzt oben lang oder? Nee. Wahrscheinlich hier unten irgendwo. Ich lasse die Hexersicht mal kurz an. Ah ja, da sehe ich schon was. Professor Morans Tagebuch. Sehr interessant. Muss ich bestimmt eh lesen. Da sich vor meinem Labor verdächtige Gestalten herumtreiben, sah ich mich gezwungen, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Ich vermute, dass es sich um gewöhnliche Verbrecher handelt, die etwas Wertvolles stehlen wollen und kein Interesse an meiner Forschung haben. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Unleserlicher Abschnitt. Außerdem habe ich auf Anraten eines befreundeten Ingenieurs das Gelände mit einem einfachen mechanischen Apparat gesichert. In einem der Zimmer auf dem Weg zum Labor habe ich einen Mechanismus zum Verschließen und Öffnen der Türen angebracht, der sich durch vier hervorstehende Steine hoch oben in den Wänden bedienen lässt. Ich kann dieses Schloss mit einem einfachen Zauber umgehen, aber ein gewöhnlicher Dieb muss zweierlei schaffen. Erstens die Steine finden und ihren Zweck erraten. Zweitens eine Möglichkeit finden, sie zu drücken. Und leserlicher Abschnitt. Okay, diese Kugel, die ist hier wohl irgendwie lang gerollt. So Indiana Jones mäßig. Nee, will ich nicht haben, die Armbrust. Kannst du behalten. Einmal hoch hier. Ah, schon wieder so ein Panther. Sind Steine. Ja, Möglichkeit finden, sie zu drücken. Ein Rätsel. Nun denn. Komm mal her, Bram. Mist. Wie jetzt ein Schlag? Dann waren die anderen aber stabiler. So. Steine sollte ich mir vielleicht mal angucken. Wer hier war, muss die Wand hochgeklettert sein, an den Panthern vorbei. Wieso darf ich das nicht machen? Geralt kann nicht klettern, oder wie? Ist hier oben noch? Nichts mehr. Oh, hier hinten ist irgendwie ein Seil. Ist das eine Falle? Nee. Da kann ich mich rüberschwingen oder so. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, wieder ein Stein. Was wie, ich kann hier nichts. Kann ich das untersuchen? Darf ich auch nicht untersuchen. Die Tür da habe ich gesehen, machen wir gleich. Goldenes Kästchen, silbernes Kästchen. Was sind denn die Kästchen? Ich nehme sie einfach mal mit. Nicht schlecht. Sowas hätte ich auch gerne. Aha, okay. Das kann ich auch noch nicht. Nee, das kann ich einfach nicht untersuchen. Nicht darunter fallen, Geralt. Jo. Natürlich. Verschlossen. Die Notizen erwähnen vier hervorstehende Steine. Ich muss sie irgendwie reindrücken. Vielleicht mit der Armbrust. Oh, die Idee ist mir auch schon gekommen. So. Eins, zwei. Ach da, ich sehe schon einen noch. Ups. Mit den Tasten müssen wir noch ein bisschen üben. Jetzt fehlt aber noch eine. Noch einer. Was ist denn der letzte Stein?
aber hier gefährlich. Mit diesem Abgrund und so. Ach, da. Alles klar. Ein bisschen näher ran. Na, geschafft. Haha. Ich speichere. Ja. Drücken wir einmal zu wenig A. So. Jetzt sind wir hier schon mal hier drin. Oh, Goldklumpen. Ziemlich interessanter Ort. Da hat sich jemand viele Gedanken bei der Planung gemacht. Ich sollte mich umsehen. Ich ahne Fürchterliches. Diese ganzen Viecher wachen bestimmt gleich auf und hauen mich. Ah, unerwünschter Gast. Du bist hier nicht willkommen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Nicht willkommen. Wem sagst du das? Au. Gargoyle-Pfote? Sogar ein Questgegenstand. Guck mal an. Ach, die muss ich da reinhauen. Großartig. Portale. Das wird ja immer besser. Und nur? Finde einen Weg durch das Portal. Ja, welches ist denn jetzt das Richtige? Okay, nochmal speichern. Ich gehe mal das Ding. Wahrscheinlich ist das letzte dann das Richtige, was ich nehme. Egal welches ich wähle. What the fuck? Hier sind überall Portale. Na schön. Suchen wir eben den nächsten Gang. Suchen wir den nächsten Gang. Mal hier rein. Sind die alle verbunden jetzt hier oder was? Ist mich wieder Flucht. Schon wieder am Anfang gelandet. Also da kam ich rein, in das linke bin ich gegangen. Wir klappern jetzt erstmal oben die ab. System da drin haben. Suchen wir eben den nächsten Gang. So, hier kam ich raus. Das bin ich eben gegangen in das linke. Dann gehen wir jetzt mal in dieses hier. Und gucken, wo uns das hinführt. Verflucht. Ja. Schon wieder am Anfang gelandet. Wunderbar. Dann haben wir oben noch eins. Und zwar das gegenüberliegende. Ich muss mir das immer laut vorsagen. So kann ich es mir wahrscheinlich selber nicht mehr. Wie komme ich da überhaupt hin? Kann ich da einmal rumlaufen? Ja, das geht schon mal nicht. Auf dieser Seite. Na schön. Suchen wir eben den nächsten Gang. Nö, da komme ich nicht rüber. Ah, vielleicht muss ich da irgendwie hochklettern. Da ist auch so ein blödes Kletterding. Ich gehe mal. Da kann man hochklettern. Das habe ich gerade erst gesehen. Mist, schon wieder falsch. Vielleicht gibt es hier ja einen Hinweis. Finde einen Weg durchs Portal. Was ist denn das? Hand. Die Rückenball. Ey, wo konnte ich denn eben hochklettern? Bin ich hier bescheuert? Ah, ich muss irgendwie auf die zweite Ebene oder so. Warte. Links haben wir eben gehabt. Dann gehe ich hier mal das Recht. So verflucht. Schon wieder am Anfang gelandet. Ja. Dann gehe ich halt mal das, wo ich jetzt gerade rausfahre. Flucht. Okay. Schon wieder am Anfang gelandet. Das ist gegenüberliegen, also ich muss das linke wohl irgendwie nehmen hier.
Nur wie komme ich da weiter? So, jetzt sind wir schon mal hier oben. Na schön. Suchen wir eben den nächsten Gang. Warte mal, hier. Ach, das ist was anderes, oder? Ich hier jetzt runterspringe. Und dann hier hoch. Das war nämlich eben gar nicht. Das ist wieder was anderes hier. Jetzt gehe ich mal hier rein. Oh, ich glaube, ich bin irgendwo oben. Na schön. Suchen wir eben den nächsten Gang. Ja, bin dabei, Gerald. Ich bin dabei. Wie viele Portale haben wir denn hier oben? Hier rein. Oh! Hier muss ja wo sein Labor gehabt haben. Ja, speichern. Falscher Knopf, sorry. So, wir sind drin. Das ist auch Dürrobst, weil es so geil schmeckt. Ah, hier kann ich was untersuchen. Jetzt muss ich nur einen Eintrag wählen. Was? Eintrag wählen? Nee, warte mal, ich will jetzt keine Einträge wählen. Was macht denn jetzt da? Das geht doch wieder in die Hose. 18. Juli 1102. Heute beginne ich mit der größten Aufgabe meines Lebens, die größer und wichtiger als alles ist, was ich bisher getan habe, da sie mich persönlich betrifft. Mich und meinen Sohn. Als ich vor 15 Jahren im Wald von einer Bestie angegriffen wurde, kam mir ein Hexer zu Hilfe und rettete mir das Leben. Ich wusste damals nicht, dass ich diese Rettung mit dem Verlust des Mitspracherechts für die Zukunft meines eigenen Sohnes bezahlen würde. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich es getan und wäre lieber gestorben, als den Hexern meinen einzigen Sohn zu überlassen. Aber so schwor ich an dem Tag, als Jerome mitgenommen wurde, bei meiner Ehre, meinen Sohn zurückzuholen. Heute, nach vielen Jahren der Forschung und Vorbereitung, habe ich immerhin ein Gerät entwickelt, mit dem ich Mutationen studieren kann. Wenn mir die Götter gewogen sind, finde ich einen Weg, besagte Mutationen rückgängig zu machen und Jerome ein normales Leben zu ermöglichen. Aha. So, der Professor wollte Hexermutationen nicht verstärken. Er wollte sie rückgängig machen. Ob ihm das gelungen ist? Mal sehen, ob mir das weiterhilft. Jetzt kein Kristall. Ich gehe mal auf kein Kristall. Der Kristall zu diesem Eintrag fehlt. Könnte irgendwo sein. Ich sehe mich mal um. Ja, würde ich ja gern tun. Wie komme ich denn hier wieder raus aus dem Ding? Ich komme hier aus dieser Gesprächsoption nicht mehr raus. Vielleicht muss ich mir das erst angucken. Beobachtung 30. Die Mutationen setzen nicht sofort ein. Erstaunlicherweise entwickeln sie sich auch nicht über einen gewissen Zeitraum hinweg. Um eine Mutation abzuschließen, muss das entsprechende Mutagen vielmehr fortlaufend verabreicht werden. Die Testperson verträgt das nicht besonders gut. Aber ich habe einen Weg gefunden, wodurch die Mutationen weniger problematisch und invasiv verlaufen. Ich füge der Mutagenbasis das Albumin aus dem Ei eines mutierten Riesentausendfüßlers hinzu. In einem Glasterrarium gehalten, entwickeln sich die Eier nicht. Sie bleiben klein. Die Eier selbst sehen wunderbar aus. In mutierter Form leuchten sie wunderschön. Hoffentlich verursacht das hinzugefügte Albumin keine größeren Nebenwirkungen. Aber das werden wir erst noch herausfinden.
Okay. Dann gucke ich mir noch den fünften an. Der Kristall zu diesem Eintrag fehlt. Könnte irgendwo sein. Ich sehe mich mal um. Jahre der Experimente, Forschung, Opfer, alles umsonst. Ich habe das Ziel, das ich mir gesteckt habe, nicht erreicht. Jede Mutation, die ich meinen Testpersonen verabreicht habe, erwies sich bei Jerome als wirkungslos. Was ihn von seinem Hexersein heilen sollte, ihm ein normales Leben ermöglichen sollte, verstärkte seine Mutationen weiter, machte ihn noch schneller und stärker und ließ ihn noch unmenschlicher werden. Es sieht aus, als müsste mein Sohn für immer Hexer bleiben. Ich bin gescheitert. Ich werde diesen Ort verlassen und nach Hause zurückkehren. Zu Lydia. Vielleicht nimmt sie mich doch noch zurück. Die Formeln und Mutagene lasse ich hier. Sollen sie doch verwittern und verfallen. So wie meine Träume, meinen Sohn zurückzuerhalten. Ja. Hat wohl nicht der geklappt. Professor wollte also die Effekte der Mutationen rückgängig machen. Er hat sie aber nur verstärkt. Was für ein Glück für mich. Ich könnte von seinem Versagen profitieren. So, Kristallaufnahmen. Der Professor hat versucht, die Wirkungen der Hexermutationen zu neutralisieren, aber er hat sie dadurch nur verstärkt. Er hat das Eiweiß der Eier von Riesentausendfüßlern als Mutagenbasis verwendet. Ich sollte nach ihnen suchen. Bin ich voll dafür. Optional findet die fehlenden Megaskopkristalle. Ja, gucken wir mal, vielleicht finden wir die ja noch. Auf jeden Fall räumen wir die Bude hier aus. Moreau muss seinen Sohn da drin eingesperrt haben. Grausam. Ach, nicht sehr nett. Kann man so sagen. Eine ganze Bibliothek. Die meisten Wälzer sind über Mutationen und Genetik. Rein, ob ich was lerne, aber lesen tue ich es nicht. Wenn ihr es lesen wollt, könnt ihr auf Pause drücken, kein Problem. Zum Scrollen gab es da jetzt glaube ich nichts, zumindest habe ich nichts gesehen. Da ist noch ein Kristall. So faszinierend Maschinen auch sind, wie bringe ich sie nur zum Laufen? Zum Laufen will er sie bringen. Das Mutagen. Hier liegt der andere Kristall. Ja, komm, dann machen wir die zwei Kristalle noch. Kristalle. Wahrscheinlich. Ich sollte sie im Megaskop verwenden. Es fehlen zwei Kristalle. Ja, ja, ich weiß. Die hören wir uns nochmal an. Zack. Dieser Kristall gehört hierher. Alle Kristalle sind da. Mal sehen, was du verbirgst. Jetzt muss ich nur einen Eintrag wählen. Gut. Das war der und der vierte. Beobachtung 22. Obwohl toxische Substanzen im Überfluss verabreicht wurden, weitaus mehr als gewöhnlich, zeigte die Testperson keinerlei Anzeichen von Überdosierung. Ich gehe davon aus, dass dies eine Folge der Mutationen ist. Dies ist ein kleiner Erfolg. Durch diese Mutation sollte Jerome Vergiftungen besser vertragen. Den noch?
Beobachtung 58. Manchmal führt Misserfolg doch zum Erfolg. Ich habe eine Methode entdeckt, bei der eine Art von Mutagen durch die Zugabe bestimmter Zutaten in eine andere transportiert werden kann. Das ist ein großer Tag für die Wissenschaft. Außerdem habe ich beobachtet, dass die heutige Mutagendosis die Testperson an die Schwelle des Todes gebracht hat. Plötzlich wachte er auf, war wiederbelebt, hatte frische Kräfte. In gewisser Hinsicht ist er von der Schwelle des Todes zurückgekehrt. Ob dies auf seine Mutationen zurückzuführen ist oder reiner Zufall war, lässt sich nicht feststellen. Ich muss weitere Experimente durchführen. Ah, sehr gut, es gab noch mal ein paar Bonus-CP. Ich habe genug gesehen. So. Jetzt müssen wir hier noch mal ein bisschen gucken. Dieser Mensch kam sicherlich nicht freiwillig her. Sieht fast so aus, ne? Schön groß die Bude. Ah, hier ist auch noch was. Konservierte Organe. Hoffentlich wurden die Spender nicht gezwungen. Außen. Zack. Hier hängen noch gut Mutagene rum. Was ist das hier? Kann ich nichts mitmachen. Geht's wohl irgendwo lang noch? Ah, hier durch. Aber was uns da erwartet, sehen wir leider erst nächste Folge. Bis dann!